Hoher Diplomatenbesuch in Baden-Baden. Der Botschafter von Saudi-Arabien in Deutschland war für 2 Tage in der Kurstadt. Im Rathaushof wurde er vom Oberbürgermeister und einem Vertreter des Wirtschaftsrats der CDU empfangen. Dr. Osama bin Abdul Majed Shobokshi hatte zur Begrüßung in Baden-Baden gleich ein Kompliment mitgebracht. Ich kann sagen, das ist eine freundliche Stadt mit freundlichen Leuten. Und wie Sie wissen, wahrscheinlich sehr viele von meinen Heimatländern hierher kommen, im Sommer vor allem und im Frühjahr. Und sie haben recht, hierher zu kommen, weil die Stadt eine sehr freundliche Atmosphäre bietet. Der saudi-arabische Botschafter durfte sich danach ins Goldene Buch Baden-Badens eintragen. Eine Ehre für beide Seiten, denn auch hier holt man das Goldene Buch nicht jeden Tag hervor. Der OB erklärt uns, warum er das in diesem Fall besonders gerne getan hat. Weil Saudi-Arabien mit Baden-Baden immer schon sehr gute Beziehungen hatte. Ibn Saud war Anfang der 50er Jahre hier in Baden-Baden. Und an diese Begegnungen erinnern sich heute die alten Badener noch. Und ich glaube, es ist in einer Zeit, in der in Arabien alles im Umbruch ist, nicht schlecht, dass man auch an einen Staat, der die Stabilität in der Region hält, eine kleine Verneigung macht und sich bedankt für die guten Beziehungen, die über all die Jahre gewachsen sind. Bei seinem Vortrag vor Vertretern des Wirtschaftsrates der CDU, der IHK Karlsruhe und ausgesuchten Besuchern beschrieb der Botschafter die Chancen deutscher Unternehmen im Mittleren Osten und warum es sich gerade jetzt lohne, Kontakte zu einem wirtschaftlich und gesellschaftlich stabilen und prosperierenden Land aufzubauen. Deutschland ist ein sehr freundliches Land, mit dem man sehr gut kooperieren kann in meinem Lande. Und wir streben uns zu einer strategischen Kooperation zwischen Saudi-Arabien und Deutschland zu erreichen. Osama bin Abdul war auch als kultureller Botschafter unterwegs. Saudi-Arabien gilt als Wiege des Islam. Es lohne sich, einen Dialog ohne Vorurteile bezüglich Terrorismus zuzulassen. Besonders deutschen Unternehmen bieten sich in dem Land auf der arabischen Halbinsel mit der größten Erdölfördermenge weltweit zukünftig beste Wirtschaftsaussichten. Genießen sie doch im Mittleren Osten einen guten Ruf. Sie sind sehr zuverlässige Geschäftspartner. Aufgrund dessen besteht eine sehr gute Möglichkeit für die deutschen Geschäftsleute in Saudi-Arabien Business zu machen, zumal zurzeit ein wirtschaftlicher Boom in Saudi-Arabien sich befindet. 900 Milliarden US-Dollar werden in den nächsten 10 Jahren ausgegeben und ich hoffe, dass da davon bei der deutschen Wirtschaft landen wird.